Jo, hallo Leute, hier wieder Button 2. Heute mit dem Part 1 Zygnus Champion Guide. Ich wurde halt in den Kommentaren gefragt, ob ich hier mal einen kleinen Zygnus Guide machen könnte. Und da ich sowieso vorhatte, zu jedem Champion mal halt sich einen kleineren Guide zu machen, dann auch vielleicht ein bisschen so ein Advanced Guide, dachte ich, hey, wenn da schon einer direkt fragt, mache ich das doch gleich und dann auch direkt Zygnus. An jeden, der hier gefragt hat, ich hoffe, dieser Guide wird dir ein bisschen weiterhelfen. Jo, dann kommen wir direkt mal hier zum alten Dude, zum Gandalf, Gandalf Verino, keine Ahnung. Mal so als Grundding, wo spielt man Zygnus? Das ist der Coole an Zygnus. Zygnus kann wirklich jede Rolle spielen. Den kannst du Angreifer, Verteidiger, Pillager. Ist auf jeder Rolle gut. Sicher, Pillager ist halt Unchained Fortress. Beste Pillager, den ihr haben könnt, da ist er einfach super stark. Cliffside Crash ist er ein bisschen schwächer als Pillager. Dafür hat er auf Cliffside, finde ich den sonst für die Objectives, finde ich den super stark, aber dazu kommen wir dann sicher später noch. Gehen wir direkt mal zu den Abilities. Da haben wir mal als erstes hier so einen Standardangriff. Was hierzu noch wichtig ist, der kostet Mana. Sieht man es hier? Nee, es hat keine Anzeige. Also, ja. Wenn ihr keinen Mana mehr habt, keine Auto-Hits. Das ist schon ganz tricky mit Zygnus, aber daran gewöhnt man sich, ja. Dann sein Rechtsklick. Seht ihr hier, das sind die Blitze. Das wird halt Fokus den Minion, den hier fokussiert, wie zwar jetzt der hier. Und geht dann noch auf zusätzliche Orks in der Nähe. Dann hier das Totstellen. Das ist halt super, damit könnt ihr Abilities dodgen. Könnt ihr, wenn ihr direkt sterbt und seht, hey, da kommt Backup, könnt ihr euch hinlegen, auf das Backup warten und dann wieder weiterkämpfen. Dann kann er hier das Rift beschwören. Beim Rift ist es so, ihr healt euch, kriegt Mana zurück, das ist wie der Rifter, der schießt auf Minions. Und es wird zerstört, wenn ein Minion sich da rein bewegt. Und die Passive. Ja, reduzierter Schaden, basierend auf dem Mana-Level. Höher Schaden, wenn er nahe dem Rift, also sowohl das Rift Shard als auch dem Rift kämpft. Ja, ihr seht das da auch, der ist dann so in, kann man das hier gerade gucken, der ist dann so im Blitzebild, ja, das sollte man da an. Seht ihr hier, der ist so ein bisschen, der leuchtet so. Kann man hier gut sehen. Dann kommen wir direkt, gehen wir noch rüber zu den Upgrades, die ihr machen könnt. Upgrades sind auch immer ein bisschen. Tier 1, wir haben die Möglichkeit, Cooldown zu nehmen für das Totstellen, 15 Sekunden. Den Pylonen-Buff um 20%. Wenn es beim Lightning Chain gehittet wird. Oder minus 25% für Kontrolleffekte. Jetzt hier bei Tier 1. Ich spiele meistens den Cooldown auf dem Totstellen, weil der Spell einfach super useful ist. Da könnt ihr so viel dodgen. Ich könnte eben. Ihr seht, oh, ich werde da vom Blackpot zersägt. Ich lege mich hin, dann callt ihr für Hilfe. Oder ihr seht, da kommt schon jemand. Auch die Spieler, die wasten da immer total viel Zeit, weil die warten immer, bis ihr wieder aufsteht, um euch dann halt zu töten, um den Kill zu kriegen. Whatever. Je nach Team, wenn ihr jetzt halt gegen, keine Ahnung, ihr spielt Defense gegen Hogard Maximilian mit Zygnus, dann würde ich vielleicht Kontrolleffekte nehmen, minus 25%, weil das ist schon sehr viel und ihr seid halt gegen Hogard Maximilian, seid ihr perma gestunt, oder? Tier 2,
20% für die Zeit, wo das Riffchart hält. Minus 33, also 33% schneller, das Riffchart zu platzieren. Oder Verbündete können es verwenden, um in den Riff zurückzuporten. Okay. Hier, man könnte die Duration nehmen als Verteidiger, damit man da das Rift gut platzieren kann und dass da ein bisschen länger da irgendwie die Minions in der Killbox tötet. Ich persönlich spiele häufiger, dass man das schneller platzieren kann, weil man will das platzieren möglichst, wenn die Wave halt dann erst reinkommt. Dann wird man aber häufig schon, dann kommt der Hogard, pusht einem oder man spielt im Angriff und die. Ja, man hat ein bisschen Mühe, weil die halt sehen, man will das Rift platzieren und dann zieht der Zygnus halt schon ein bisschen Fokus, weil man möchte den ja da interrupten, weil solange er das Rift stehen hat, könnt ihr den nicht duellieren. Da könnt ihr den einfach nicht duellieren. Weil es ist so viel Schaden, den er da raushaut und mit dem Heal und so weiter. Darum wollen die euch da möglichst gute Spieler, die wollen euch da interrupten. Und wenn ihr den halt schneller platzieren könnt, das ist unglaublich. Also die 33%. Die merkt man richtig. Das könnt ihr richtig easy platzieren. Die stürmen auf euch zu, das Riff ist schon platziert und ihr fightet direkt gegen die. Zurück zum Riff teleportieren. Das kann ganz nett sein. Das ist dann mit einem Pre-Made-Team. Gibt es da Taktiken, wie ihr da halt zum Beispiel ihr spielt Zygnus Attack. Ihr habt gepusht, keine Minions mehr, direkt Rift stellen, zurückporten, Doppeltunnel, auf die Defense Lane, zwei Kills oder so. Oder direkt dann da das, den Schrein einnehmen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Wenn ihr Solo queued, würde ich euch das nicht empfehlen, weil es verwendet sowieso keine. Die meisten wissen das noch gar nicht. Die, die es wissen, denen ist es scheißegal oder so, keine Ahnung. Also für Solo queue empfehle ich euch hier. Das schneller zu platzieren, das ist einfach hier das Beste. Je nachdem, je nach Situation, wenn ihr seht, ihr werdet nicht hart gepusht, die Gegner, die können kaum noch angreifen, weil die so viel deffen müssen, oder die müssen so viel deffen, dass sie euch kaum noch beim Angriff da irgendwie nerven, dann könnt ihr die Duration nehmen ohne Probleme. Dann beim dritten, plus 50, plus 50 Max Mana, minus 5% Max Health. Allows allies to use Rift, ja, dann können sie den Rift Teleport verwenden, während die am Boden liegt. Oder plus 15% Damage zu Minion und groß, also zum Bossen und großen Minions. Ja, hier, ich spiele meistens die extra Mana, weil ja Mana mit Zygnus einfach super nice ist und squishy seid ihr anyway. Von dem her kann man für den gehen. Da ist jetzt eben wieder. Man kann hier auch das zweite nehmen, dass sie sich zu euch teleportieren können. Weil da gibt es auch super starke Taktiken. Also da gehen vier Leute irgendwie einen Schrein, Zygnus den anderen, wird er schnell eingenommen, dann direkt Papp rüber, um dem dann helfen zu gehen. Und der contestet das zuerst ein bisschen, nervt ihn nur. Dann hast du plötzlich fünf Leute da. Aber das ist alles, das ist sehr, also das ist halt so ein bisschen Map-Utility, die er mitbringt. Da kann er wirklich mit Zygnus, da können noch so viele Taktiken kommen, da könnt ihr so ausprobieren. Schnappt euch da vier Leute, wo ihr spielt. Hey, wollen wir mal so und so um die Schreine kämpfen? Wollen wir mal zum Beispiel, ihr spielt Zygnus Attacker. Hey, wollen wir da direkt mal zu viert Hard Push machen? Vielleicht mit dem Boss, die erwarten das nicht. Hey, die callen, hier sind nur zwei Leute. Bam, plötzlich sind da fünf Leute. Aber eben, das ist ja dann eine. Für wenn ihr ein Pre-Made-Team habt oder vielleicht drei oder vier Leute, vielleicht schon mit drei Leuten, dass ihr da irgendwie im Play um das rum machen könnt, weil sonst ist es ja komplett useless, wenn die Leute das gar nicht verwenden, müsst ihr das auch nicht skillen, oder? Dann nehmt ihr lieber noch den Damage für die, vielleicht wenn ihr Verteidiger seid, könnt ihr den Damage für die großen Minions und für die Bosse nehmen, das ist auch stark. Aber sonst Solo-Queue sicher nicht, dead useful nehmen, das ist eigentlich super. Ja, dann noch hier. Vier. Zwei zusätzliche Targets für den Lightning Chain, wenn Rift Lord aktiv ist. Zygnus is not longer affected by the Ult Debuff, das heißt, er kriegt halt dann die Stats wieder, die er halt hat, nicht hat, weil er ein alter Sack ist. Oder Rifts and Rift Shards Schutz zu Lightnings add two additional Minions. Hier als Verteidiger vielleicht das letzte nehmen,
Wenn ihr seht, ihr seid sowieso nur super viel am Deffen, habt weniger damit den Heroes, müsst weniger mit den Heroes dealen oder so, könnt ihr für das gehen. Wenn ihr das, wenn ihr die Stats nehmt, finde ich ganz praktisch, weil ihr seid nicht mehr ganz so squishy. Was gerade im Late Game, wenn euch die Leute halt dann anfangen, richtig wegzubursten, Blackpool mit einem Full Damage Bild. Aber auch das erste kann sehr stark sein, wenn ihr viel mit dem Rift arbeitet. Hier beim letzten, also da müsst ihr wirklich gucken, wie ist das Spiel im Moment? Wie kämpfe ich? Kämpfe ich viel in der Box gegen Heroes und muss da mit um das Rift rumspielen? Dann geht ihr für das erste. Ihr seht, oh, ich bin zum Beispiel als Pillager, ich bin viel irgendwo in kleine Skirmishes verwickelt. Braucht ein bisschen Stats, nehmt ihr das zweite. Und wenn ihr Verteidiger seid, die nicht so viel pushen, also nicht so hart, oder sagen wir, sie pushen hart, ihr kämpft aber, wollt wirklich nur die Minions clearen und dann wieder weggehen und nicht da irgendwie noch gegen die Heroes kämpfen, dann würde ich euch das, die Rift Mastery empfehlen. Das ist so, jetzt sind wir da mal ein bisschen durch. Dann gucken wir uns ganz kurz noch da die Trap an. Ja, da könnt ihr so einen Pylon platzieren. Ihr seht dann hier die Fallen, die davon betroffen sind. Die leuchten da so blau. Hier seht ihr es gerade schön bei den Grindern. Drei leuchten, einer nicht, weil er nicht in Range ist. Ja, ist sehr stark, weil ihr könnt es in ein paar Spots platzieren, wo ihr sonst sowieso keine Fallen stellt. Den Extra Damage, das merkt man schon. Das ist schon immens. Das sind irgendwie 20% oder so. Vor allem auch wenn ihr seid Attacker, ihr geht ganz kurz in die Verteidigung oder Pillager, stellt den dann Pylon hin und die Killbox von denen ist gerade noch mal einiges effizienter. Jo, ich denke, das war mal hier so ein ganz kurzer Überblick mal über die Skills, Fähigkeiten, Upgrades und so weiter. Das war jetzt Part 1, Zygnus. Und ich denke, in Part 2 Zygnus werde ich in einem Let's Play, in einem Gameplay-Video, PvP, werde ich direkt Zygnus picken. Wahrscheinlich Verteidiger. Mal gucken, was ich gerade Bock habe. Und werde dann direkt in-game da ein Video hochladen und euch zeigen, wie spielt man in Zygnus in einem PvP. Wie kann man damit die Leute stompen? Weil der hat ja immensen Schaden. Gerade im Late Game ist er eine richtige Bank. Da könnt ihr fast jeden Champion 1v1. Ja, und dann werde ich im nächsten Video euch direkt zeigen, wie spielt man den Jungen dann. Ich hoffe, ihr guckt auch da wieder rein. Bis dann, Leute. Jo, hier sind wir auch schon direkt in-game mit dem Zygnus Defense. Am Start. Sorry, Mr. Guys, I won't be able to play with you again. My ego needs it. Oh, that's just the dwarf trap. Hogarth. Oh my God, IV so low. So, haben wir auch schon das First Blood. Je t'ai cassé les jarres, mec, hein? Moi, je t'ai cassé une jarre sur deux. Das könnt ihr euch direkt hier platzieren, sobald es aufgeht, dann könnt ihr ohne Probleme das Rift platzieren. Fuck.
I'm coming, Schatz. I'm on the way. Oh, I'm so dead. I'll put two power apps behind the door so we can. All right. That's fine. I guess I will put the shield power ups after the next wave. Besten geht ihr immer direkt hier vorne. Ein bisschen hinein. Ihr könnt ja auch direkt die Kissen nehmen und hier immer hart pressen. Shrines. Oh, help on the shrine. Yep. Der Tobin kommt gar keine helfen, gell? Ihr könnt den da beim Ausgang, könnt ihr den ohne Probleme, wo ich es jetzt gemacht habe. Könnt ihr sonst auch von hier unten da platzieren. Oder halt, wenn es geht, dann direkt drin. Or you can put the door. Ja. It's done. So, habt ihr jetzt gesehen, ohne Probleme, die konnten so nicht geklappt, durch. Die andere. Or I'm heading back to the left one. Immer direkt, wenn es geht, platzieren.
Nice. Oh, we need to place the bus. Where, which line do you want the bus? Helmet, I guess? I have Orphan and Swifty, so I'll place Orphan. You have to place a small barricade shot on the helmet lane. Shot, can you place the barricades on helmet? Geht immer direkt die Power-Ups holen und dann easy deffen. Seid ihr super tanky, könnt ihr auch ein bisschen helm gehen. Go left, go left, go left. No life over. Left, left, left button. Nice. Nice call shots. Place a double here, I guess. Oh, and you can replace both barricades on the other lane whenever you have. Go life IV if you go left, Max, don't know. Too late. Oh! Oh, okay. I'll go on the left one. I'll go right on if you want to death. Hier könnt ihr direkt immer, wenn ihr euch hier platziert, könnt ihr gucken. Kommt da was? Jetzt hier der Dorbin, den man's. I can't hear you, but I don't know if you speak. Fuck! You're back! Mein Push-to-Talk scheint hier irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Aber da muss es hier mal halt ohne gehen.
dachte irgendwie, ich habe ein bisschen Backup, aber naja, das war jetzt halt dann doch noch ein Tod jetzt am Ende. Ist ja auch ein bisschen zu easy. I'm on the way. Auch hier könnt ihr mal ein bisschen scouten. Ja, das war's dann auch schon. Seht ihr, GG. Easy. Ich hoffe, ja, ich habe ein bisschen gesehen, was man so mit Zygos machen kann. Ich denke, falls ihr noch direkt Fragen habt zu der Map, das war jetzt einfach mal eine Runde Cliffside. Zygos Verteidigung. Ja. Ich werde vielleicht dann noch im weiteren Video vielleicht ein bisschen auf, was könnt ihr dodgen, wann müsst ihr es machen, weil jetzt hier war es nie wirklich. Dann bis zum nächsten Mal, Leute.